nachdem du aus Polen zurück bist. Ja. Ich habe tatsächlich meine Brille und meine Kopfhörer bei meiner Tante vergessen. Die kommen morgen noch mal vorbei dann. Ärgerlich. Ah ja, gut, das geht ja. Ich bin gerade am Bestellen Markus seiner Bücher. Oh fuck, bei mir laggt es jetzt ein bisschen. Jedenfalls. Was ist los? Geht das nicht oder was ist? Ich höre, du bist eine ziemlich gute Schütze. Nimm's mir nicht übel, dass ich besser bin. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ein aufgeblasener Kopf ein leichtes Ziel abgibt. Er hatte die ersten drei Teile, oder? Von Ja, Spikes Family. genau. Okay, ich habe Ja. hier 4 bis 9. Und da Gibt es muss. noch gar nicht mehr, kann das sein? Nö, es gibt nur bis 9. Ich wollte eigentlich bis 10, aber ist mir später Ja, aufgefallen. deutsche Verleger brauchen gerne länger. Nö, auf Englisch gibt es auch nur bis 9. Okay. Wobei doch, wird auch durch deutschen Verlag. Ja, das ist mit Mangas halt online. Gibt es irgendwie schon, was weiß ich, 300 Chapter wahrscheinlich mehr, als es tatsächlich dann in physischer Form gibt. Höchstens im Jump. Ja, ich habe mir angefangen, den ersten Yu-Gi-Oh! Manga durchzulesen. Okay, und Und bist du zufrieden? ja, es ist nur weird, das Ding ist bei Yu-Gi-Oh! Das Kartenspiel, also Duel Monsters in der Serie heißt das, kam mir später Mhm. und mir ist aufgefallen, dass der erste Band tatsächlich wirklich das Original ist. Das heißt, die spielen da nicht Yu-Gi-Oh! In der Schule, sondern halt Blackjack, Poker und sowas. Okay, hatte ich gar nicht geschaut. Ich habe nur den gesehen und dachte mir, oh, das ist was für dich. Auch interessant. Ja, Vielleicht ja. schaue ich da mal rein, wenn ich mal bei dir bin. Ja, das Original war nämlich so, dass die quasi Glücksspiele unter anderem sehr prominent gespielt haben. Und weil Yugi es dann immer irgendwie geschafft hat, mit irgendeiner random Strategie zu gewinnen, deswegen kam dann der Name der König der Spiele und so ein Schwachsinn. Und weil die Leute sich dann aufgeregt haben, dass da nicht genug Komplexität ist, kam dann halt eben das Kartenspiel, das er sich selber quasi erfand. Also quasi Kagegurui war es am Anfang. Alter, der scheiß Genji. Ich spiele als Bastion und ich habe auf meiner Shift quasi sowas, dass ich zu so einer Minigun wechsle und unfassbar viel Schaden aufteile. Und Genji hat so ein Deflect, wo er sämtliche Projektile überall hinlenken kann, wo er zielt. Und jedes Mal, wenn ich das Ding starte, kommt der Genji vor mich gedasht und ballert mir mit dem Deflect alles wieder zurück ins Gesicht. Ja, der weiß halt, was er macht. Ja. Ist bestimmt irgendein alter Khan. Das hört sich nämlich schon wieder viel zu schwitzerig an, wenn der immer extra vor dich springt. Ja, aber übermorgen habe ich tatsächlich frei, also wir können gern ein bisschen Overwatch spielen morgen. Ja, gerne. Können wir Markus auch noch fragen gleich? Hat der jetzt schon Urlaub? Weißt du es zufällig? Nein, Ich das habe weiß ich nicht. vergessen schon wieder. Wir hatten drüber geredet, aber ich habe vergessen, was er gesagt hat. Nee, warte, er hatte heute, glaube ich, frei. Hat er sich extra freigenommen, aber morgen und die restliche Woche muss er, glaube ich, arbeiten.
Wenn es geht, ich gehe mich dann sowieso in die Stadt, weil ich habe vorne die Bücher persönlich abzuholen, dann kann ich sie noch in Geschenkpapier einwickeln. Dann können wir auch direkt zum Saturn oder so gehen, weil ich habe jetzt nicht wirklich Preisunterschiede gemerkt in den ganzen Controllern und so. Am Mittwoch meinst du? Ich weiß noch nicht, wann ich die Bücher abholen kann. Ah, okay. Aber wenn, dann sage ich dir Bescheid. Dann kannst du dir gleich irgendein Design auswählen. Ich muss eh gucken, am Mittwoch habe ich glaube ich nicht so viel Zeit. Erstmal will ich ausschlafen. Und dann muss ich mit dem Hund gehen. Ich glaube Pizza machen. Also abends habe ich auf jeden Fall viel Zeit, aber also bis ich ins Bett muss. Aber so tagsüber glaube ich ist nicht so viel. Scheiß Genji schon wieder, Mann. Der fuckt so hart ab. Der hockt. Der ist so. Der ich war nämlich jetzt in der Ecke, weil ich meine Ult eingesetzt habe. Und als ich rausgekommen bin, versuche ich auf ihn zu schießen. Nö, aber er kreist so hinter mir. Ich sehe den da immer nicht, aber ich sehe, wie von hinten dann die Hitmarker kommen. Und ich drehe mich wie so ein Affe die ganze Zeit um und finde den dann nicht. Deine Ult kann aber nicht deflecten, oder? Nö, meine Ult ist, die haben nämlich den Charakter komplett umgeändert. Jetzt ist das so Okay. eine Artillerie, die du hast mit drei Schüssen, die recht viel Schaden macht. Ah, okay. Früher war das so, du Ich kenne hattest. noch den Panzer, ja. Ja, genau. Früher war das so, du hattest auf deiner Shift so ein Ding jetzt, wo du dich heilen konntest. Mit so einer anderen Taste, keine Ahnung, welche das war, ich habe sie nämlich mir umgestellt, konntest du zu so einem Turret werden, der Minigun, die ist aber dann stationär. Und deine Ult war halt ein Tank. Aber das haben sie jetzt geändert. Du schießt quasi langsamer, dafür aber präziser. Du hast jetzt mit Rechtsklick eine Granate, die an Leute stickt oder an Oberflächen abprallt. Und mit Shift hast du jetzt so ein mobiles Turret, das aber halt eben auf Cooldown ist und ja, halt eben nur eine gewisse Zeit lang dauert. Und deine Ult ist jetzt Artillerie. Okay. Jedenfalls ist das Beste. Die haben Orisa auch noch hart geändert, weil sie wollten nämlich nicht die ganzen Barriers und so haben. Und McCree hat jetzt unter anderem einen anderen Namen, auch keine Flashbang mehr. Das heißt, der ist irgendwie jetzt total nutzlos, weil der mit seinem Revolver kaum Schaden macht. Die Reichweite mit dem Scheißding ist auch echt mies. Und mit seinem. Und seine Granate, die er jetzt hat, das ist so eine Stick-Granate. Die ist echt inkonsistent, weil manchmal kannst du sie durch so Wände durchschmeißen, so wenn du einen Durchgang hast, so eine Tür, dann kann es sein, dass du rechts am Frame einfach die Granate durchwerfen kannst. Und manchmal, wenn du sie durch ein Fenster wirfst, dann klebt sie auf einmal mitten in der Luft. Lol. Richtig inkonsistent. Und daher total unreal. Halt. Ist einfach Schrott. Ich sag's einfach so. Wie heißt der Alter jetzt? Scheiß Genji. Wie bitte? Wie heißt der jetzt? Ah, da ist jetzt, warte. Ich muss jetzt Held wechseln, damit McDonald. ich es dir sagen kann, Mann. Der heißt jetzt Cassidy, aus irgendeinem Grund. Cassidy. Ja. Der hieß nämlich McCree früher, weil der ist nämlich ein Entwickler war bei Blizzard, der quasi den Charakter erstellt hat und deswegen durfte er den Charakter nach sich benennen. Aber der wurde dann halt eben bei den ganzen Kontroversen dann gefeuert, weil anscheinend irgendwie Sexual Harassment und deswegen mussten sie, also was heißt sie mussten, sie haben den Namen geändert. Und die Overwatch Community hat das nicht gejuckt. Ja, ich glaube, also der Name sagt mir irgendwas. Das ist wahrscheinlich sein Vorname tatsächlich. Oh, Kenji Würde ich Old. mal vermuten, dass er Cassidy McCree heißt oder so ähnlich. Ja, Und sie einfach das. nur. Nee, da ist Jesse. Da ist Jesse McCree. Ach so. Ziemlich schwuler Name. Wen haben sie noch hart verändert? Also Orisa hatte früher sowas, dass du mit Rechtsklick so ein Schild platzieren konntest, und zwar so oft du wolltest. Nur halt eben der Health des Schildes regeneriert sich nur, wenn der Schild halt eben nicht online ist. Macht Sinn, oder? Mit deiner Q konntest du so eine Bubble schießen, die Leute in der Nähe von einem Umkreis von, glaube ich, 5 bis 7 Metern angezogen hat.
Das heißt, du konntest Leute auf einen Punkt für eine Sekunde pinnen oder sie zum Beispiel in ein Hole reinziehen lassen, damit sie durch Fallschaden sterben. Also, du kannst an so Löcher reinfallen und dann stirbst du instant. Ja. Und ihre Ult fand ich auch ganz nice. Sie hat quasi so ein stationäres Objekt platziert, welches allen Verbündeten in der Nähe halt so einen permanenten Damage Boost gegeben hat. Außerdem, warte kurz. Außerdem hast du weniger Damage kassiert und noch ein paar andere Sachen. Und jetzt hat Orisa quasi so eine Javelin, das ist so ein fetter Speer, den sie wirft. Die Gegner ist dadurch gestunt. Keine Ahnung, wie sie das eingeführt haben. Sie wollten eigentlich Stunts aus dem Spiel nehmen. Und kriegst massiv Schaden, aber das ist echt schwer damit zu treffen. Ihre Primary Fire ist jetzt keine normale Waffe zum Reloaden, sondern das ist jetzt, hat so eine Heat Mechanic. Das heißt, wenn du schießt, dann wird sie heiß und wenn sie zu heiß ist, dann musst du sie abkühlen. Verstehst du, was ich meine? Und der Heat Ja. geht langsam runter, wenn du nicht schießt. Sie hat so einen Block, das heißt, sie ballert, sie hat quasi so einen Arm dann vor sich und kannst weiterschießen. Dadurch kriegst du 50% weniger Schaden von vorne. Und deine Heating-Dingens geht dann um 50% langsamer hoch, also du kannst dann einfach durchsprayen. Jetzt hat sie aber als Ult sowas, die bleibt dann stationär stehen, dreht diesen komischen Speer in der Luft und alle Gegner in einem Umkreis von, ich glaube, 6 Meter oder 7 Metern bleiben halt, haben halt ein reduziertes Movement. Und du als Orisa hast dann so eine Anzeige, wie viel Prozent du an Damage machen willst. Die geht bis 500% hoch und desto länger du wartest, desto höher geht diese Prozentzahl. Und wenn du dann abdrückst mit linke Maustaste, dann ballert sie diesen Speer in den Boden und jeder in diesem Umkreis kriegt Schaden. War das Aber. nicht, warte, bei irgendwem war das doch auch, bei MacCready-Ulti war doch früher genauso, dass du irgendwie da stehst und je länger du stehst, umso mehr Schaden machst du. Ach so, ja, das haben sie auch genannt. Also die Ult ist immer noch die gleiche. Früher war das so, du stehst halt da, hast so eine komische, also so eine Farbveränderung im Grunde. Warte kurz. Wir haben keinen Tank, ey, das wird geil. Jedenfalls, und nach einer Zeit sind halt um die Gegner so Totenköpfe, so ein Zeichen, so ein Totenkopfzeichen gekommen. Und wenn du dann abdrückst, sind sie dann instant tot. Jetzt haben die das aber so gemacht, dass auch wenn der Totenkopf noch nicht da ist, triffst du. Aber machst nicht so viel Schaden. Und außerdem macht jetzt diese Ulten Fixed Damage. Das ist jetzt kein Insta-Kill mehr. Und dadurch können manche Tanks einfach überleben von der Scheiß-Ult. Und wenn du dann noch bedenkst, du bleibst halt stehen und der schreit dann so, it's high noon, dann weiß jeder, was los ist. Du bist dann instant tot. Du kannst dich nicht wehren. Ja, vor allem ist man ja One-Hit, wenn die falsche Person eintrifft. Der hat ja nur 200, 150, 200, glaube ich. Ja, 200 was, glaube ich. Ja, der Charakter ist basically für die Tonne. Witzig, denn es gibt seit einer Zeit bereits quasi einen besseren McCree, der quasi das gleiche macht, nur besser. Du meinst diese Ash oder wie sie heißt? Jupp. Sie kann im Grunde alles, was McCree früher konnte in Overwatch 1, halt nur besser. Was haben sie noch großartig geändert an Helden? Ja, außer hier und da und ein paar Zeilen drehen. Tracer hat einen Stealth-Buff quasi bekommen. Lol, okay. Ja, das war nämlich so, dass Tracer quasi war eigentlich unspielbar. Weil ihre SMGs, du musstest wirklich im Gegner drinne sein, damit die irgendwie 100% Schaden macht mit ihrem Primary Fire. Und wenn du irgendwie nur 5 Meter weiter weg stehst, dann macht sie irgendwie nur noch die Hälfte. Und es gab dann eine Zeit, ja, das war echt heftig. Ich wusste gar nicht, dass das Damage-Unterschied macht. Ich habe die auch mal früher ganz gerne gespielt, weil ich das Rumteleportieren immer gemacht habe, aber Die ja. wenigsten, ich weiß nur von einem, wo das wirklich Hits, nee, Cassidy ist Hitscan und Soldier ist Hitscan. Der Rest, das sind alles Projektilwaffen und die haben nicht nur einen Bullet Drop meistens, sondern auch Schadensreduzierung auf Entfernung. Okay.
Und bei Tracer war das halt echt heftig. Und durch so einen Bug war das halt so, wenn du ungefähr 25 Meter vor deinem Target stehst, aber nicht direkt auf so 25 Meter Linie, sondern kurz davor, sagen wir so 24,5 Meter, 24 Meter, also sehr spezifischen Abstand, hast du vollen Damage gemacht. Und das war halt dann richtig geil, weil du dann wirklich mit der gut spielen konntest. Du musstest nicht direkt in den Gegner ins Gesicht und dann wieder zurückzappen, damit du geilt wirst, sondern du konntest wirklich mit Cover arbeiten und sowas. Und sie haben sich dann entschieden, Blizzard halt, ja, wir fixen den Bug, aber wir führen das halt eben als Standard-Buff ein. Das heißt, sie macht jetzt ab 25 Meter 100% Schaden und darüber hinaus kommt der Damage-Abfall. Ich fand das aber immer cool bei Tracer, dieses Reinrennen, Ding, reinsprayen und dann Zeit zurückspulen und Ding. Bist halt so eine richtige Glaskanone, du hältst nichts aus, aber wenn du dich gut anstellst und immer schön reinrennst, direkt das Magazin quasi in den Kopf mit beiden, hast du geilen Damage gemacht. Ja, aber früher, aber das war dann so, dass du halt direkt vor dem Gegner sein musst und dann halt eben dich wieder verpissen musst, weil du dann wahrscheinlich entweder tot bist oder halt so low health, dass du nichts mehr anstellen kannst. Ja, aber wie gesagt, das fand ich eigentlich immer ganz cool, muss ich sagen. Aber naja. Ja, warte, Helden, sehen wir uns mal an, was gibt's? Alter, habe ich den miesen Wichser endlich gelegt? Wehe, der respawnt. Sie haben jetzt Doomfist zu einem Tank gemacht aus irgendeinem Grund und der macht jetzt recht wenig Schaden. Im Grunde ist er nur noch für. Kannst du den für Verwirrung nutzen oder sowas? Also. Doomfist als Tank. Ja, der ist der Ich erinnere mich, dass schlechteste Tank. Doomfist ein richtig krasser DPS war. Ja, war er auch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er ein Tank und jetzt haben sie seine Damage-Zahlen runtergeschraubt, ein bisschen mehr Leben gegeben und ein bisschen was an den Cooldowns geändert. Aber im Grunde ist er jetzt der beschissenste, der schlechteste Tank von allen und der ist auch jetzt nicht wirklich mehr ein Damage-Dealer, weil er einfach nicht genug Damage mehr macht. Der Einzige, was wirklich gut an ihm ist, ist sein Movement und sein Stun, den er mit seiner Fist machen kann, aber das hängt auch wieder vom Spiel ab, wie das genutzt werden kann. Ansonsten ist er Trash. Komische Leute bei Blizzard. Ja. Bin eh nicht so der Fan von Blizzard, muss ich sagen. Sam. Und ansonsten haben sie eigentlich, wie ich sehe, nicht groß Charaktere geändert. Außer Roadhog. Roadhog ist komplett broken. Seit Day One. Ja, na, ja, doch. Ja. So viel Damage, hält so viel aus und ist einfach nervig. Ja, heilt sich andauernd, weil bevor du ihn irgendwie Half-Life kriegst, hat er wieder sein Kokain wieder und schnüffelt dran und dann ist er wieder auf Full Health, weil die Scheiße macht 400 HP Health und der hat irgendwie nur 600. Also du verstehst schon, worauf es hinausgeht. Und Komische Zwiebel. ja, er hat einen Hook. Also pff, egal, wenn du so ein Qu Squishy Target bist, wie so ein Genji oder sowas, du bist dann sofort weg. Weil der Hook macht allein 20 Damage, der muss sich dann nur boxen oder einmal ins Gesicht schießen, das war's. Das ist eine One-Hit-Combo im Grunde für Damage-Dealer. Ja, Und ich ja. glaube nicht für alle, oder? Wenn du volle 200 hast, dann hat es noch funktioniert, aber Tracer konnte easy gewonnen-hittet werden. Ja, warte, volle 200, die meisten Damage-Dealer haben 200. Bestens zum Beispiel 300, da könnte es kritisch werden, aber dennoch, was will so ein Charakter machen, ganz ehrlich? Wenn du 200 runter bist und du bist zum Beispiel Bash und Ja. hast nichts an Movement, dann bist du halt weg. Dann braucht er nur noch zweimal schießen. Der hat dann noch die Schrotze, ne? Die zwei Feuerarten hatte. Die normale, wo Ja, du halt Ghost Spread und hast. Range, ja. Genau, und Range. Und dann seine scheiß Ult. Früher hat sie einfach nur weggepusht und so, okay, Schaden gemacht. Jetzt macht sie aber so abartig viel Schaden, du kannst ein ganzes Team damit wegsprayen. Das Pushen war aber früher schon echt mies auf manchen Maps. Aber naja, ich bin jetzt raus. Wir können, wie gesagt, morgen gerne zocken. Also dann, gute Nacht. Nacht.
So.